Sönnela, hi und willkommen zurück zum Book of Unwritten Tales. Und ich würde sagen, ohne lange Rede, fangen wir gleich an mit unserer Ausbildung. Erzähl mir jetzt was über das. Ich würde gern den magischen Trank brauen. Wie geht das? Das ist im Prinzip wie Kochen. Du musst die Zutaten besorgen und dann alles in dem großen Kessel dort zusammenrühren. Das ist alles? Im Prinzip schon. Nur, dass dir deine Gemüsesuppe nicht um die Ohren fliegt, wenn du in die falsche Richtung rührst. Oder eine Zutat wenige Sekunden zu spät hinzugibst. Du kannst alle Zutaten hier aus der Schule verwenden. Einiges wirst du aber selbst suchen müssen. Das ist interessant. Was für einen Trank soll ich denn machen? Welchen Trank würden Sie denn empfehlen? Für Anfänger? Keine Ahnung. Einen potenziell nicht tödlichen würde ich vorschlagen. Vielleicht ein Heiltrank oder ein Mana-Trank? Ich bitte dich, das sind doch keine echten Zaubertränke. Die werden heutzutage in 159 Liter Fässern industriell abgefüllt. Nein, es muss schon etwas schwieriger sein. Schau ruhig im Bücherregal nach. Dort stehen Rezeptbücher. Okay. Und wo soll ich ein magisches Artefakt bekommen? Was genau meinen Sie mit magisches Artefakt? Und wo soll ich eins herbekommen? Das ist ja gerade der Witz an der Aufgabe. Magische Artefakte sind extrem selten. Je mächtiger sie sind, desto schwieriger sind sie zu finden. Und wie mächtig muss es sein? So genau kann man das nicht sagen. Du zeigst mir ein Artefakt und ich bewerte, ob es mächtig genug ist. Nur bei außergewöhnlich mächtigen Stücken kannst du dir sicher sein. Legionen von Magiern sind seit Generationen auf der Jagd nach solchen Stücken. Und wenn man erst einmal solch ein Artefakt hat, dann gibt man es nicht mehr her. Es gibt sogar eine Geschichte, dass der berühmte Magier Balthasar der Brüchige sein mächtigstes Artefakt mit in den Tod genommen hat, damit kein anderer Magier es in die Finger bekommt. Mit in den Tod genommen? Wie soll das gehen? So genau weiß das niemand. Aber der Spiegel dort drüben hat damit zu tun. Er gehörte Balthasar. Und irgendwie hat er es geschafft, sein Artefakt mit auf die andere Seite zu nehmen. Um was für ein Artefakt handelte es sich? Ein Amulett. Das weiß man von alten Porträts. Aber wozu es in der Lage war, weiß heute niemand mehr so recht. Es ist außerordentlich mächtig, so viel ist sicher. So mächtig, dass ich auf jeden Fall die Prüfung bestehen würde, wenn ich es hole? Darauf kannst du Gift nehmen. Na gut, dann hole ich es. Viel Erfolg dabei. Das ist ein Geisterspiegel. Nur Geister können ihn durchqueren. Das ist schlecht. Gibt es vielleicht einen einfachen Weg, ein Geist zu werden? Ja. Klar, du musst sterben. Wenn du dich für das Thema interessierst, solltest du mal im Sumpf des Todes vorbeischauen. Dort lebt jemand, der dir sicherlich weiterhelfen kann. Der Sumpf des Todes? Ja, der ist hier auf meiner Landkarte. Ja, da haben wir nochmal Glück gehabt. So. Ich kann schon zaubern. Ich habe diese roten Funken mit meinem Zauberstab gemacht. Ich bitte dich. Das ist doch keine Magie. Nein. Du musst einen echten Zauber vorführen. Etwas verschwinden lassen oder verwandeln. Irgendetwas in der Art. Die besten Novizen verwandeln traditionell jemanden in ein Schaf. In ein Schaf? Warum das? Schafe sind die Glückstiere unseres Ordens. Sie sind flauschig, sie sind warm. Hast du etwas gegen Schafe? Nein, ich weiß nur nicht, wie so etwas geht. Natürlich nicht. Es erfordert jahrelange Übung. Jahrelange Übung? Ich habe keine Jahre. Ich brauche das Diplom sofort. Selbst einfachere Zauber, Levitation oder dergleichen, brauchen viel Übung. Immer vorausgesetzt, in dir steckt überhaupt genug Magie. Stimmt. Ich muss einen Spruch finden, den ich heute noch lernen kann. So etwas gibt es nicht. Zumindest nicht bei mir. Bei mir kannst du in den nächsten Monaten deine ersten Sprüche lernen. Für alles andere musst du dich woanders umsehen. Ich muss weiterlernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Okay, dann schauen wir mal, ob wir ein Rezept finden. Rezeptbuch. Theorie der magischen Verteidigung. Runenübersetzung für Fortgeschrittene. Klassiker. Ah, hier. Zaubertränke und Zauberbräue. Huch, da ist ja ein Pin-Up-Girl da drin. Es ist eine Mappe mit vielen losen Blättern. Auf den meisten stehen mit der Hand geschriebene Rezepte. Einige sind aber auch aus Zeitschriften ausgeschnitten. Die Wizard Today.
Das hier sieht nicht schlecht aus. Das Stärkungselixier. Schritt für Schritt die Anleitung für Anfänger. Stärkungselixiere sorgen für übermenschliche Stärke und steigern das Selbstbewusstsein. Das nehme ich. Was brauche ich dafür? Hier stehen die Zutaten und die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man den Trank mixen soll. Asthmatische Speckmaden. Eine Kristallfiole. Knochenwürmer. Schimmel, oh mein Gott. Am besten kümmere ich mich als erstes um die Zutaten. Klingt gut. Was haben wir denn hier? Auf einigen der Gefäße kleben kleine Zettel, an anderen nicht. Hoffentlich finde ich die meisten der benötigten Zutaten hier und muss sie nicht draußen suchen. Pass auf, Kristallfiolen finden wir hier. Eine Presse aus Holz. Damit kann man Früchte oder Ähnliches auspressen und erhält Saft oder Extrakt. Ja. Pfefferminze. Hey, das brauche ich für meinen Trank. Okay. Damit haben wir Pfefferminze. Nicht mehr ganz frisch. Aber sie müssen reichen. Okay, haben wir da noch was? Eine Fiole. Ich brauche nur einen Trank, also nehme ich auch nur eine Fiole mit. Okay, da haben wir dann noch die Presse. Ist noch was im großen Kochtopf? Ein großer Messingkochtopf. Innen klebt ein dicker, schwarzer Belag am Metall. Vermutlich wurde er schon lange nicht mehr gereinigt. Das muss so sein, das ist ein Magiertopf. Oh, da ist ein Steinmörser, da ist bestimmt auch was drin. Ein Steinmörser mit einem Stößel. Im Mörser können Zaubertrankzutaten zerkleinert werden. Ein Stein... Ja, da ist aber jetzt hier... Oh, das ist mein Zauberstab. Ich hab... So, Pfefferminz und Kristallfiole haben wir schon. Hier überall die Schafbilder. Ich glaube, der hat ein bisschen... Das ist kein... Da ist Presse. Das ist, glaube ich, hier ein bisschen so ein Schafperverse, ne? So, Mensch, Schafe. Währenddessen. Du hast mich rufen lassen, Mutter? Ein Buch. Der Aufbewahrungsort steht in einem Buch. Ist ja doof. Es ist verloren. Die verfluchte Elfe wird es haben. Und ein Ring. Ein Ring wurde zum Erzmagier geschickt. Nein, woher weiß sie das? Verdammt, wer hat ihn? Nur ein Gnom. Meine Spione sagen, er ist schon in der Stadt. Aber er wurde noch nicht zum Erzmagier vorgelassen. Ja, weil der tolle... Wir müssen ihn aufhalten. Nein. Bevor der Alte etwas davon erfährt. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Der Gnom wird den Erzmagier nie erreichen, aber ich brauche deine Hilfe, Mutter. Zur gleichen Zeit in Seefels. Ich hab Angst. Hier, komm, du hast bestimmt was. Hallo, Herr Krämer. Ah, der Rattentöter. Was willst du? Ich möchte meine du Belohnung hast doch bestimmt abholen. Was an Kräutern für meinen Zaubertrank. Ich suche einige Zutaten für einen Zaubertrank. Haben Sie so etwas? Nee, ich verkaufe nur fertige Tränke. Dieses ganze Krabbelgetier, die Eiteressenzen und Giftpflanzen sind nichts für mich. Ich muss einen Zauberspruch lernen. Haben Sie etwas, das mir dabei helfen könnte? Sicher. Irgendwo muss ich noch eine Tüte Scharfsinn haben. Also nicht? Nein, ich verkaufe Sachen, keine Talente. Okay, ein mächtiges magisches Artefakt. Haben Sie so etwas auf Lager? Na sicher. Was soll es denn sein? Ein Jungbrunnen? Ein Schwert, das einen unbesiegbar macht? Oder vielleicht die Gans, die goldene Eier legt? Die nehme ich.
Den Jungbrunnen bitte. Darüber wird sich mein Opa freuen. Veräppeln kann ich mich selbst. Ganz gewiss. Soll das heißen, Sie haben gar kein mächtiges magisches Artefakt? Hey, du bist nicht viel unter Leuten, oder? Ich komme noch mal wieder wegen meiner Belohnung. Lass dir ruhig Zeit. Ich muss weiter. Vielleicht kommt... Wenn's sein... Tja, der kann mir also nicht helfen. Vielleicht finden wir hinten im Serverraum ja noch was. Wir müssen zum Beispiel noch irgendwann irgendwo was schreiben. So, schauen wir mal. Gibt's hier noch was Neues? Nee. Hier ein paar Kippen. Nein. Okay, alles klar. Also hier bin ich anscheinend wirklich jetzt erstmal fertig. Vielleicht können mir meine Freunde, die Kanalratten, ja helfen. Der König der Liebe. Der Muchacho. Ich habe das Schnittmuster und den Stab gefunden. Vielen Dank dafür. Gern geschehen, Wilbur. Sag Bescheid, wenn du wieder etwas brauchst. Ja, zufällig wär's sogar schon. Könntet ihr Ratten etwas für mich in der Kanalisation suchen? Klar, was brauchst du? Eine meiner Diplomprüfungen besteht darin, einen Trank zu brauen. Sag nichts. Dir fehlen noch Zutaten? So ist es. Die Zutaten für diese Tränke sind das Letzte. Man fragt sich jedes Mal, wie zum Teufel jemand darauf gekommen ist, Drachenpopel oder Haare vom Hintern eines Waschbären in einen Trank zu mixen. Ja, was brauchst du denn alles? Hier, sehen Sie selbst. Mit den meisten kann ich leider nicht dienen. Aber das da, Hirschkäfergeweihe, davon hat Onkel Alfredo welche an der Wand hängen. Ich frag ihn mal, ob er ein paar herausrückt. Können Sie mir die beiden Sachen besorgen? Das würde mir schon sehr helfen. Kein Problem. Ich hänge wieder die Fahne vor den Eingang, sobald wir alles haben. Danke, du bist ein echter Freund. Könnt ihr mir dabei helfen, einen Zauber für meine Prüfung zu lernen? Ich fürchte, niemand von uns ist Magier. Das ist schlecht. Dann muss ich mir etwas anderes einfallen lassen. Ich brauche ein mächtiges, magisches Artefakt. Können Sie so etwas besorgen? Das liegt leider außerhalb unserer Möglichkeiten. Solche Artefakte sind sehr, sehr selten. Und soweit ich weiß, gibt es keine mehr in der Stadt. Außer die des Erzmagiers, natürlich. Nochmal etwas anderes. Machen Sie es gut. Ja, Tschüssikowski. Danke, dass du mir helfen wolltest. Das ist schon mal auch viel wert. Ein Kaninchen, das können wir aus dem Hut zaubern. Komm hier, ihr Kleiner. Komm. Keine Chance. Es lässt sich nicht so einfach einfangen. Aber ich wüsste auch sowieso nicht, was ich mit dem Kaninchen anfangen soll. Ich meine... Wir zaubern es aus dem Hut, Mann. So, gehen wir mal in den Knochensumpf. So, das ist der Todessumpf. Aber den erforschen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Ciao und wir sehen uns.